Wenn du in der 75. 2-1 machst, nach, keine Ahnung, wir haben insgesamt, glaube ich, 10, 12 gute Chancen gehabt, gefühlt, ja, und hochverdient 2-1 in Führung gehst, dann fällt natürlich ein Stein vom Herzen, klar. Auch bei mir persönlich. Ich fand, wir haben sehr gut gespielt heute. Also wir hatten in der ersten Halbzeit, wie gesagt, 7-8 Chancen, wo wir locker 4-5 Tore machen können. Und dann steht es 4-5-1. Und nichtsdestotrotz war die Chance von denen, kann ich mich jetzt gar nicht so richtig wirklich daran erinnern. Ich glaube, wir hatten das Spiel komplett im Griff eigentlich, haben uns natürlich nach vorne schwer getan mit den Chancen, haben aber viele Chancen erarbeitet, was wir die letzten Spiele nicht gemacht haben. Ja. Und deswegen kann man da heute auf jeden Fall zufrieden mit sein. Ja, ich denke, es war ein intensives Spiel. Balingen hat gut gekämpft, aber ich denke, in der ersten Halbzeit müssen wir schon weit in Führung gehen. Also da laufen wir, glaube ich, dreimal allein aufs Tor zu, ja. Wo wir mindestens mal, ja, ich glaube, das waren dann 500-prozentige, wo wir drei machen müssen. Dann ist das Spiel eigentlich in der Halbzeit schon gelaufen für uns. So läuft man dann bitter 0-1 hinterher und ja, Gott sei Dank kommen wir es noch drin. Ich denke, so wie die letzten Wochen waren, klar, ein bisschen Verunsicherung ist schon da und dass man dann so ein Spiel so gewinnt, das ist schön und das haken wir jetzt ab und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Ich war jetzt 5-6 Wochen verletzt und bin froh, dass der Muskel wieder zusammengewachsen ist, dass ich wieder fit bin und dass ich heute der Mannschaft direkt wieder helfen konnte. Ja, ist schön und ja, wer im Endeffekt dann die Tore macht oder wer sie vorlegt, das ist egal. Da fällt einem ganz klar eine Zentnerlast vom Herzen, dann Du hast ja in den letzten beiden Spielen oder vor den letzten beiden Spielen genauso intensiv gearbeitet wie jetzt halt in dieser Woche. Ja. Oder halt auch gegen andere Mannschaften wie Saarbrücken, Offenbach, Elversberg und so. Und ja, standst dann halt in Anführungsstrichen auch mit leeren Händen da. Und ja, wenn du dann jetzt eigentlich eine richtig gute Vorbereitung hattest auf das Spiel und die Jungs sich super viel vorgenommen haben und auch schon beim Warmmachen du einfach gespürt hast, da ist Feuer drin und die Jungs wollen unbedingt. Und du dann halt durch einen Einwurf das 0-1 kassierst, das ist sehr, sehr bitter. Da denkst du, wie gesagt, nicht schon wieder. Aber ich bin wahnsinnig froh, dass die Jungs heute echt einen richtig guten Charakter gezeigt haben und hinten raus das Spiel gedreht haben.
mit Kevin Lahn. Hast einen Sieg eingewechselt, sag ich mal, rechte Seite Betrieb gemacht. Wenn der Linienrichter nicht 8 bis 12 mal abseits gewunken hätte in der zweiten Halbzeit, wären vielleicht noch ein paar mehr Szenen daraus entstanden. Ein Glücksgriff. Er ist ein Goldjunge. Ne? So, wann immer ich ihn bringe, ob es gegen Baling war, ob es gegen Offenbach war, gegen Elversberg oder auch heute. Er war ja leider Gottes auch in den letzten Spielen einfach verletzungsbedingt nicht da. Hat er brutal gefehlt. Macht er halt den Unterschied. Und er hat mit seinen Flanken heute bewiesen, dass er es einfach eine hohe Qualität hat, dass er eine hohe Qualität auf dem Flügel hat. Und ich bin froh, dass wir wieder auf der Siegerschiene waren. Jetzt habt ihr 3 Auswärtspartien nacheinander. Was bedeutet dieser Sieg daraufhin? Ich weiß, du willst nach dem Spiel nicht immer direkt auf den nächsten Gegner was sagen, aber vielleicht doch ein paar Worte dazu. Ja, heute ist mir Waldhof erstmal komplett egal, weil wir hatten natürlich auch für den Kopf her eine sehr, sehr anstrengende Woche. Und da müssen wir jetzt erstmal runterfahren. Und ich bin jetzt auch wirklich platt, weil wenn du gewinnen musst, ist halt echt negativer Druck. Und ich beschäftige mich ab Montag mit Waldhof.